ich habe wieder das eine Ende der Schlucht gefunden. Das ist gut, glaube ich. Dann hole ich mir jetzt noch den. Das grüne Teil. Ich laufe jetzt mal hier in jeden Gang rein und hoffe, dass ich dich dann mal sehe. Ah, Creeper! Nee. Aha, ich bin in die Schlucht. Bin unten. Hallo, ich sehe dich. Was? Wo? Hallo. Ah, da. Hallo. Sehr schön. Oh, hier ist Lava. Yep. Hier steppt der Bär. Uah. Entschuldigung. Nein. Ich habe hier ein Loch gebuddelt und da war plötzlich Lava drunter. Das ist immer furchteinflößend. Mr. Lava. Welche Höhe sind wir denn jetzt? 21? Nein. Ach, 11. Das ist ja perfekt. Ja, das ist eigentlich bei Schluchten ja dann immer ganz praktisch. Das ist eigentlich immer genau die richtige... Ich mach nochmal verfackeln. Genau die richtige Höhe. Ach, hier hast du dich lang gebuddelt, ich seh's. Machen wir hier mal weg. Ich bin aber da von der Seite jetzt runtergekommen. Es ist echt übel. Wahnsinn. Oh, Redstone. Kommt da jetzt Lava mit? Nee. Ich habe immer Angst, so nach oben zu buddeln, aber eigentlich tropft es ja jetzt, wenn Lava da ist. Nur irgendwie traue ich dem noch nicht so ganz. Kenne ich. So. Ach du. Ich habe doch dazu gemacht. Geh weg, du Lava. Ach. Och nö. Das ist eine Fledermaus. Alles kaputt. Also, Lapis sehe ich jetzt hier auch keinen. Nee, der will sie nicht wirklich blicken lassen hier. Aber da wäre wieder Redstone. Da muss ich jetzt einen Diamant verstecken. Sag dem jetzt, dass da ein Diamant sein soll. Echt mal. Boah. Jetzt habe ich es dir gegeben, ihr Redstone. Komm schon. Bist du Diamant? Dann gehe ich mal hier. Hat ja nur drauf, hier zu sterben. Wow. Ich habe Creeper fallen hören. Das war ein Creeper-Fallgeräusch. Das war ein Creeper. Ich habe. Ja, da ist er ja. Hopp. Okay. Das, also, ich habe ihn entschärft. Ja, es hat sich so angehört. Es ist toll, wenn Creeper von oben runter fallen. Da fühlt man sich sicher. Ne? Ist ja schön. Oh, ich höre ein Skelett. Toll. Die sind schlimmer, weil die können einen da reinsnipern. So. War mal Wasser. Hier ist Wasser. Es ist überall dunkel an den Seiten. Skelett! Komm her zu mir! Komm her! Jetzt! Wo ist sie? What the fuck ist das hier für ein Lavafluss? Yes, sir. Ich hab gewonnen! Du hast es zerbashed. Voll fies die Hülle hier, ey. Ja, ich finde hier vor allem diese Lava hier voll fies. Ja. Hier so darunter fließt. Da kann man ja voll nicht dran vorbei. Ich sehe deinen Namen wenigstens wieder da unten. Find einfach keine Diamanten. Die wollen hier nicht sein. Buddel die Lava jetzt einfach mal erstmal ein. Da steht schon wieder ein Creeper. Was sind. Nee, das ist ein Skelett, oder? Hier ist schon wieder ein Creeper. Was ist denn hier los? Ist das Creeperhausen oder was? Die müssen jetzt mal zwei gerechnet werden, weil wir zu zweit hier sind. Wo musst du her? Das wäre eigentlich ganz witzig, wenn Minecraft das wirklich machen würde. Und ein Skelett. Wow. Was macht der Creeper da? Country Music. Aua. Aua. Er hat mir den Bauch geschossen. Was habe ich denn jetzt hier aufgefangen? Nicht. Mein. Da jetzt ganz komisch. Uah. Was machst du? Nichts passiert. Das Skelett hat den Creeper explodieren lassen. Hättest du es umgekehrt machen müssen? Skelett den Creeper zerstören. Das habe ich neulich gemacht. Da habe ich eine Schaltplatte für gekriegt. Genau. Finde ich voll lustig. Ich finde es nur schade, dass es immer wieder die gleiche Schaltplatte ist. Ich habe die noch nie ausprobiert. Also jetzt so wirklich ernsthaft im Let's Play. Damals, Minecraft noch neu war, ja. Damals. Minecraft noch spannend war. Damals, als es noch hieß, was ist denn das für ein altes, pixeliges Spiel? Echt mal, voll die scheiß Grafik, spiel mal Counter-Strike. Oh, Fledermaus brennt, Fledermaus brennt, Fledermaus brennt, Fledermaus ist tot. Tja. Fire.
Set fire to the mice, ne? Aber ich finde es so krass, wie leid einem diese Tierchen eigentlich tun können. Ich könnte zum Beispiel nie einen Ocelot töten. Die respawnen ja alle wieder, denke ich mir jedes Mal. Aber dieses Argument ist bei, also das ist, bei Tieren, die ich dann gerne mag, denke ich mir, die muss man ja aber auch nicht unbedingt respawnen lassen. Ist doch schöner, wenn sie überleben. Genau. Da vorne. Oh Gott, das sieht so treppig aus. Treppig? Ja, es ist mal wenigstens klar wieder deinen Namen. Das ist ja mal was. Ui. Das war ich selber. Hat jemand was gebaut? Ach, das war ja ich. Das finde ich auch immer so krass, wenn man hier irgendwo Cobblestone sieht und man fragt sich dann so, Spawner oder selbst gewesen? Richtig. Am schlimmsten war ich so, ach, das habe ich bestimmt selbst gebaut. Spawner! Und das war ein bisschen irritiert. Was ist das denn hier für ein blödes Loch? Das gibt's doch nicht. Ist ja auch schon wieder so feucht. Hör ein Geräusch. Das bedeutet, das ist etwas direkter, unmittelbarer. Ich seh dich! Scheiße, jetzt habe ich hier, das Wasser hat mich... Schande, war schon wieder ein Smaragd, den habe ich übersehen im Wasser. Wenn ich jetzt nicht im Wasser gelandet wäre, hätte ich den nie gefunden. Ist Gold. Nein, Wasser, geh weg. Lass mich jetzt in Ruhe. Gott. Nein. Geh, wo dein Haus wohnt. So. Was ich immer so fies finde, ist, wenn das Zeug so über Lava wächst, dass man sich total schwer tut, die einzubuddeln wieder hier. Nee, das ist Lapis. Ich dachte, ich hätte Diamanten gefunden, aber es war Lapis. Lapis. Solange es kein Herpes ist, ja gut. Nee. Nee, nee. Guck mal, ich habe Herpes abgebaut. Na, dann würde ich aber wirklich zum Arzt gehen. Vor allem, wenn man mit der Spitzhacke dafür braucht. Boah, dann würde ich aber wirklich zum Arzt gehen, ne? Ja. Vielleicht. Kein schöner Gedanke. Die Bilder in meinem Kopf. Mann, scheiß Kopfkino jedes Mal. Ja, aber das Schönste im Kopf ist, es ist kostenlos. Es geht nur, naja, manchmal auf die Kosten des Verstandes, aber who cares? Verstand, haha, witzig, Verstand, haha. Sag mal, du hast doch sicher auch zu den Leuten gehört, die in der Schule saßen beim Aufklärungsunterricht und die ganze Zeit gelacht haben, oder? Unser Biologielehrer kam rein, hat einen Stapel Blätter auf den Tisch gelegt und ging wieder raus. Also, echt? Ja, dann habe ich den Leuten erklärt, wie das funktioniert, weil in diesem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, die Leute anscheinend echt alle nicht aufgeklärt waren. Wirklich? Wir hatten genau 2 Unterrichtsstunden, dann hat der Lehrer aufgegeben. Das, wenn man sich so heute darüber Gedanken macht, kann man das gar nicht verstehen. Aber der Lehrer sagte einfach nur Vagina und die ganze Klasse hat schallend gelacht. Ja, wenn mein Lehrer Vagina gesagt hätte, ich mich auch kaputt gelacht. Dann hätte Cam nur so einen Spruch von mir, ich habe eine Vagina, und dann wäre Schluss gewesen. Ja, Kinder, stellt euch das mal vor. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Das ist euch bestimmt beim Dr. Spielchen im Kindergarten schon mal aufgefallen. Oh Mann. Und bei Älteren nennt man das dann Waggon. Ja. Oh Gott. Es ist halt, was soll ich sagen, als Lehrer eh schwierig, weil wenn man keine Respektsperson ist, die sowas mit Humor rüberbringen kann, hast du schon verkackt. Ja, ist wohl wahr. Ist halt einfach so. Aber es ist für Lehrer extrem schwer, Respektperson zu sein. Das schaffen wenige. Ja, das ist halt tatsächlich ein bisschen abhängig von der Toleranz der Schüler gegenüber auch. Also wenn du dich halt die ganze Zeit lang quasi auf Kosten der Schüler über die Schüler lustig machst und ihnen quasi vorhältst, du bist was Besseres, musst du dich als Lehrer nicht wundern, dass die Schüler dann irgendwann denken, Mr. Pipapo, sie können mich mal. Ulva, manche Lehrer lassen sich aber auch gezielt verarschen. Ja, es gibt auch welche, die nutzen das als, auch um halt die Schüler an sich zu binden regelrecht, weil... Bisschen Humor, manchmal hilft er ja dann auch. Ich frage mich, wo es hier hochgeht. Ich habe schon wieder so ein tiefes, großes, riesiges Höhlendings gesehen, so wo man nach oben gucken kann bis Ultimo, ne? Aber ich war ja schon unten, also jetzt wissen, was oben ist. Hier sind keine Diamanten. Du hast hier echt eine doofe Höhle. Ich mag die nicht mehr. Die ist voll LW. Ja, so. Haben wir es da gezeigt, Höhle? Ey, Höhle, du bist voll LW geworden, ne? Mach mal Minecraft. Das ist auch immer das beste Argument, wenn ich bei anderen YouTubern, gerade so bei kleineren YouTubern, Videos gucke und dann steht da drunter, ey, du bist voll LW geworden, mach mal Minecraft. Wenn Leute dann glauben, dass das irgendwas daran ändert,
ob sie den Spieler cool finden. Aber dann liest man das auch tatsächlich. Aber es gibt ja Leute, wie Schlaftabletten Let's Play, so wirklich eigentlich alle 2 Minuten mal irgendwann sagen, und ja. Spielen Minecraft. Leute gucken das, wie blöde, weil es Minecraft ist. Das finde ich so faszinierend. Das verstehen aber auch so viele Leute auch gar nicht, dass Minecraft gar nicht mal so leicht ist, weil du musst es ja auch irgendwo ausfüllen. Da beiße ich auch oftmals wieder drauf, wo ich mir denke, ich verstehe nicht, wie die Leute diese Folge jetzt interessant finden haben können. Ich fand das total langweilig. Ich würde es am liebsten gar nicht hochladen. Es ist nicht leicht. Viele fangen damit an und wundern sich dann, warum keine Viewer kommen, merken auch gar nicht, dass es gar nicht mal so interessant ist, was sie da jetzt gemacht haben. Statt dass sie sich einfach was Leichteres holen. Beispielsweise Sims, das finde ich bei dir total krass. Es ist einfach unterhaltsam ohne Ende. Ich bin dran gescheitert. Ich habe es jetzt mit Part 14 beendet, weil ich gesagt habe, das funktioniert nicht. Ich kann das nicht. Ich brauche entweder eine Story oder Minecraft. Ja, also bei Sims ist es halt so eine Sache, wenn man dann halt... Nein, stopp, jetzt endlich! Wenn man dann halt die Möglichkeit hat, dort mit einer Familie halt so richtig so zu kommunizieren, zu interagieren und sie interessante Gespräche haben, ist das eigentlich immer recht dankbar und einfach zu machen. Aber wenn dir denn Sims selber wenig vorgibt und Sims 4 tut das halt leider, dann, also ich finde Sims 3 wesentlich leichter zu kommentieren als Sims 4, muss ich sagen. Ich gucke mir teilweise Sims-Parts von Sims 4 an und denke mir auch, Alter, was hast du jetzt eigentlich in der Folge gemacht, außer die ständig auf die Toilette zu schicken? Ja. Und bei Sims 3 hast du halt... Die ganze Zeit nur Bedürfnisse, Bedürfnisse, Bedürfnisse. Was anders machst du anfangs gar nicht. Ja, eben, vor allem bis man das eingeübt hat auch, dass man damit klarkommt. Hey, ich habe rausgefunden. Was, du bist draußen? Ja, das war wohl ein sehr langer Gang nach oben. Okay. Ich bin immer noch hier unten. Ich laufe hier einfach und setze Fackeln und da schon wieder ein Schleim. Also, das ist ja ein Sumpfbiom, da spawnen natürlich Schleime, das ist ganz praktisch. Aber ich finde hier leider keine Diamanten. Ja, aber Eisen. Naja, irgendwann mache ich dann halt auch mal wieder Strip-Mining. Mit Webcam natürlich. Oh! Daher so, hast du deine ganzen Abonnenten. Ja, ich mache ständig Strip-Mining. Jedes Mal, wenn ich einen Diamanten finde, ziehe ich was aus. Das wäre eigentlich mal voll die lustige Aktion. Ah! Skelett! Oh, weißt du, du trägst einfach so 50 T-Shirts übereinander. Ey, das mache ich mal im Winter auch schon wieder, ein Zombie. Ey. Im Winter? Ja, einfach mal im Winter so nicht die Heizung anmachen. Hallo, Huhn. Geh aus meiner Höhle raus. Das macht mir Angst. So, das ist noch eins. Ich hau ab. Oh, Evil Chicken. Die Idee dahinter ist ja eigentlich dann nur, ganz viele unterschiedliche T-Shirts zu tragen und die dann halt ausziehen, wenn man dann halt einen Diamanten findet, immer Stück für Stück. Das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe so viele Gaming-T-Shirts, so bekloppte teilweise, dass ich mir das echt lustig vorstellen könnte, dass das echt unterhaltsam in dem Fall wäre. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, verlaufen. Ich habe leider nur ein Gaming-T-Shirt, aber das ist richtig, richtig cool. Das habe ich von einem befreundeten Let's Player geschenkt bekommen. Das sind, die beiden Pong-Spieler, also diese beiden Platten so quasi, spielen halt gerade den Ball hin und her und der eine und von der Seite kommt Pac-Man und der eine sagt halt so, hey Pong, pass auf, hinter dir ist der Depp, der immer unseren Ball frisst. Voll gut. Das ist geil, das will ich auch haben. Aber weißt du, ich mach das jetzt, ich nehme das heute Abend noch auf und dann, wenn du das auch machst, dann sagen sie alle, du hast es voll von Juliet schon geklaut. Ha! Even plan is incoming. Ich hatte ja mal geplant, so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, dieses ganze YouTube- und Tittenbonus-Gedöns. Und zwar hatten wir vorgehabt, uns so quasi ja mit Luftballons oder mit einem bemalten T-Shirt irgendwie Brüste zu machen und dann Webcam, aber halt wirklich gezielt auf den Brustbereich gerichtet und dann halt so richtig mit, oh mein Gott, jetzt ist mir der Fingernagel abgebrochen und so ein Scheiß, also richtig durch den Kakao zu ziehen. Aber das ist halt schwierig, weil du einfach nicht weißt, wie der Humor dann bei den Leuten ankommt. Hörst du auch den Zombie? Nein. Oh! Hallo? Dreh dich nicht um! Dreh dich nicht um! Hört es laut hinter dir! Schreit es! Ah, hinter dir, was ab! Am besten noch Lava setzen. Oh, Janni, nee, du hast Rohstoffe dabei, die ich noch brauche. Ja, ich habe über 2 Stacks Eisen jetzt dabei. Geil, ich nicht mal.
Ich baue die aber auch nicht ab. Ich leuchte nach wie vor mal aus. Ich bin so der typische, ich finde ja nie Rohstoffe. Du leuchtest auch die ganze Zeit nur aus. Ich bin ja dafür, dass sie irgendwie einführen, dass man eine Spitzhacke als Obsidian machen kann, mit der man dann Obsidian wiederum leichter abbauen könnte. Macht zwar voll Sinn, aber egal. Irgendwas, ja, mit dem schneller geht. Wäre schon cool. Kannst du ja verzaubern. Ja, danke, lieber Abonnent. Wenn du sie verzauberst, dann ist alles viel besser. Ja, ich weiß. Musst da Eisen übersehen. Oh, ich wollte mit der Schaufel abbauen, ey. Intelligenter Mensch. Wenn ich will sagen, ich furchtbar, Steve, ey, du beleidigst wieder behinderte Menschen. Ja. Ja, es ist so. Mhm. Das ist voll gemein. Das wissen wir. Voll der böse Mensch. Ja. Hallo, hier ist eine Sackgasse. Na. Da sitzt hinten so ein kleiner Sack drin und kichert die ganze Zeit total behindert. Das macht mir voll Angst, erwischt mich. Löschen! Ach, da kommen mir gerade lauter doofe Ideen, ey. Wäre eigentlich voll gut, wenn du so eine Sackgasse und dann sitzt da, oh, Smaragd, sitzt da so ein kleiner Sack in der Ecke und lacht total dumm. Ja, ist ja voll cool. Was ist das hier? Ist eine Sackgasse, sieht man und dann, doch. Und dann so, deswegen, liebe Kinder, heißt das Sackgasse. Warum heißt das eigentlich Sackgasse? Ja, echt mal. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, es und favorisieren und liken nicht vergessen. Und schaut auch mal bei den anderen vorbei. Genau, ey, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich kann mich echt nicht daran gewöhnen. Das machen jetzt mittlerweile viele, mit denen ich aufnehme, dass sie am Ende der Folge immer so sagen, und schaut doch mal bei der Julia vorbei oder umgekehrt. Ich kann das irgendwie nicht, weil ich denke, die Leute werden das schon machen, wenn sie es interessant finden. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und Du hast einen YouTube-Kanal? Oh mein Gott. Ehrlich? Oh mein Gott, mit so jemandem spiele ich. Bist du voll berühmt? Das hatten wir letztens bei CSGO. Da waren Deutsche im Gegnerteam. Und die sind dann noch auf den TS gekommen und haben mit uns zusammen eine Runde gezockt, weil wir eh kein Fünfer-Team waren. Und Joachim halt dann so, ja, keine Ahnung, wie das nochmal gekommen ist, aber er halt so, ja, mit ihren 10.000 Abos, und der gleich so voll, überhaupt voll berühmt, ey, oder was? Und ich so, hallo, meine Güte. Das ist grausam. Also vor allen Dingen, ich sag mal, Abonnentenzahlen, ne? 300.000 Abonnenten, 10.000 Views. So voll toll. Ich habe schon Kanäle gesehen, die im sechsstelligen Abo-Bereich waren und nicht mal 3000 Views am Tag gemacht haben. Yep. Es ist, Gott. Das ist strange. YouTube ist da ziemlich verrückt. Das löscht halt keine toten Abos. Und bei mir ist es halt so, ich bin auch eine der typischen YouTuber, die, weil ich halt nicht regelmäßig irgendwie hochlade, wie blöd oder sonst irgendwie sowas, ich lande halt dann einfach nicht auf den Abo-Boxen. Ist halt einfach so, man sieht nicht, dass ein neues Video von mir online ist. Und dann kommen immer, also ich kriege so viele Kommentare, so, ich habe gar nicht gesehen, dass du ein neues Video hochgeladen hast.